Leute, ich weiß, ihr habt alle noch Ferien, aber wer hat schon Bock auf Schule? Na, wer hat Bock auf Schule? Kommt, kommt raus. Keiner? Hallo? Niemand? Nö. Okay, dann macht mein Videothema ja heute auch wieder richtig Sinn. Und zwar gucken wir uns heute richtig gute Schul-Lifehacks an. Ich bin gespannt, ob da wieder richtig Grütze dabei ist oder ob die Lifehacks richtig gut sind. Das werden wir heute betrachten. Und Schul-Lifehack-Experte Elmago wird sein kritisches Urteil dazu abgeben. Leute, an dieser Stelle nochmal persönlich, frohes neues Jahr, Freunde. Ich wünsche euch für dieses Jahr nur das Beste und jetzt geht's ins Video. Übrigens, Freunde, ja, ich weiß, ihr habt viele Neujahrsvorsätze, aber der wichtigste Neujahrsvorsatz ist ja, wenn ihr noch nicht Elmago-Abonnent seid, der wichtigste Neujahrsvorsatz ist, dass ihr diesen Kanal abonnieren müsst. Nur kleiner Tipp, also ich meine es nur gut, wenn ihr diesen Neujahrsvorsatz schon erfüllt habt, dann ist schon mal 90% getan, Freunde, für dieses Jahr. Ganz wichtig, diesen Kanal einfach abonnieren. Danke. So, es geht in den ersten Lifehack, Freunde. Der Lehrer fragt, was sind die Hauptstädte von irgendwelchen Ländern? Ey, das ist ein übelst guter Lifehack, Freunde. Ja, ist ja alles richtig. Jede Linie kreuzt sich ja irgendwo. Ich weiß nicht, ob der Lehrer das durchgehen lassen würde, aber Freunde, wenn ihr verzweifelt seid und irgendwas verbinden müsst, dann macht das einfach so. Und im Notfall sagt ihr, so, das könnt ihr nicht richtig erkennen, so, aber das ist schon, das soll schon so sein, ja. Irgendwie auch ein dummer Lifehack, weil am Ende lässt kein Lehrer das durch. Das ist mega gut. Okay, wir haben eine Coca-Cola. Die wird umgedreht und dann schreibt man da, ach, die Formel drauf. Und wenn man dann die Cola wieder zurücktut, sieht man das nicht. Ja, aber dann hätte es mal noch richtig rumschreiben können. Hä? Ach nee, weil man muss ja die Cola wegmachen, damit man es lesen kann. Ganz clever mal wieder nachgedacht. Ihr wisst, Elmagos Brain rattert manchmal einen Augenblick. Aber keine Ahnung, ob das fällt ja auch gar nicht auf, wenn man mitten mit einer Coca-Cola-Flasche so in der Klausur da sitzt und die ganze Zeit diese Cola-Flasche da umdrehen muss. Also ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht. Leute, habt ihr schon mal gespickt in der Schule? Schreibt es mal ehrlich in die Kommentare, ja oder nein. Habt ihr schon mal gemacht? Ich sag dazu nichts, ja. Freunde, ihr könnt euch denken, dass ich ein Vorzeigeschüler war. Ich habe in der Schule nie irgendwie gespickt. Die Idee wäre ich niemals gekommen. Niemals. Okay? Gut. Absoluter Ehrenmann. So, wir haben als nächstes, die kriegen Klausuren zurück. Die eine hat eine schlechte und die andere gute. Okay, was macht sie jetzt? Ja, was? Man kann, okay. Aber welcher Lehrer, das geht glaube ich nur bei Buntstift. Bei Filzstift oder so geht es nicht. Aber welcher Lehrer malt die Note bitte mit Buntstift auf das Papier? Weil dann funktioniert das. Hey, wie krass ist das, dass man das mit Tape wieder abbekommt. Um vor den Freunden zu flexen. Und im Zeugnis steht dann trotzdem eine 4. Egal, Freunde, egal. Wir machen weiter. Es macht ja Spaß, die zuzugucken, oder nicht? Oh mein Gott, man kann aus einer Büroklammer, okay, das ist wirklich, das ist ein sehr cooler Lifehack. Man kann aus einer Büroklammer einfach so eine Handyhalterung machen. Aber Freunde, dafür gibt es auch mich so, ich habe hier so eine professionelle Handyhalterung. Kann man das einfach so reinstellen, Freunde. Geil, oder? Und hier habe ich noch eine zweite, die man sogar hinten verstellen kann. Wow. Wollte ich euch nur mal zeigen. Oh mein Gott. Weil ich finde das auch irgendwie cool. Wow. Okay, wir haben eine Chipspackung Doritos, die werden beim Essen erwischt. Und jetzt hat sie eine Idee, wie man das machen könnte. Okay, sie geht da mit einem Strohhalm durch. Ja, genau. Denn ist das. Das fällt dann ja auch. Das ist dann ja auch ganz leise und so. Man hört die Tüte. Man hört die Tüte nicht rascheln. Das Knabbern hört man auch nicht. Ob man diese Lifehacks wirklich braucht, Freunde, wage ich zu bezweifeln. Okay, Leute. Ich bin aber gespannt, was noch weiterhin kommt. Ich bin gespannt. Okay, hier wird ein Aufsatz geschrieben. Und das Radiergummi hinten. Das habe ich nie benutzt, weil das eh schlecht ist. Oh mein Gott, man kann das okay, das macht den Anspitzer total kaputt, glaube ich. Aber man kann das Radiergummi hinten auch anspitzen. Ja, darauf hätte man kommen können. Ah, den Lifehack kenne ich, Freunde. Das ist kein Lifehack, das ist einfach... Das ist simple Mathematik, Freunde. Da macht sie jetzt, ich kann es euch sagen, Freunde, jetzt macht sie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nach unten oder bis 8. Und dann rückwärts das Ganze nochmal. Ich kenne das. Ja, genau. Das ist nämlich die 9er Reihe sozusagen. Das ist, ja, relativ simple Mathematik. Ja. Er ist begeistert. Okay, Leute.
Wir haben ein Radiergummi, wo die blaue Seite Tinte radiert, ja? Dieser Mythos, den gibt's immer noch und ich glaube, ich weiß nicht mal, ob der stimmt. Die blaue Seite radiert Tinte, okay. Sie schneidet das, oh mein Gott, sie schneidet das Radiergummi auf, um ins Radiergummi einen Spicker zu schneiden. Boah, aber fällt sowas nicht auf und vor allem ist da so wenig Platz. Da, also, ganz ehrlich, da ist so wenig Platz. Diese paar Sachen kann man dann auch echt auswendig lernen, weil, wenn, dann braucht man doch mehr Platz, oder nicht? Wenn man richtig viel ausschreiben muss. Oh Mann, egal. Dafür Vokabeln oder so. Vokabeltest ist es gut. Freunde, ich gebe euch hier keine Spickzettel-Tipps. Tue ich nicht. Liebe Eltern, die meine Videos gucken, tue ich nicht. Ich gebe euren Kindern nur wirklich herzensgute Tipps, die wirklich euch in der Schule weiterbringen und nicht irgendwelche Tipps, wie man spickt. Das sind nur Hilfsstützen, wie man eventuell spicken könnte. Aber das macht keiner. Also Freunde, hört mir zu, bitte nicht spicken. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das sind natürlich die klassischen binomischen Formeln, Freunde. Man kennt sie. Die auswendig zu können, das schadet wirklich nicht. Weil die sind auch leicht auswendig zu lernen eigentlich. Okay, der Stift malt nicht mehr. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß immer, ich habe die immer weggeworfen. Dann mit einem heißen Föhn, natürlich. Ich habe da mir nie Gedanken drüber gedacht. Ich habe die mal so lange geschüttelt und so lange weitergemalt mit dem Kugelschreiber, bis die wieder geschrieben haben. Okay, jetzt geht das wieder. Ja, okay. Okay, sie hat einen Rucksack mit einem riesigen Tintenfleck drauf. Was macht sie nun mit diesem Tintenfleck? Da bin ich jetzt gespannt. Okay, sie macht alles voll jetzt mit Klebeband. Malt jetzt. Okay, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und vor allem, ob das am Ende irgendwas bringt. Oder gut aussieht. Klebt sie das da jetzt drauf? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, okay. Ja, nur als Vorlage, als Schablone sozusagen, um den zu besprechen. Okay, da bin ich jetzt mal auf das Endergebnis gespannt, ob das wirklich tragbar aussieht oder ob man denkt so, yo, diesen Rucksack würde ich nie wieder auf dem Rücken tragen. Ja, ist okay. Wow. Professor, Schulexperte El Marco sagt, geht durch. Was? Du fandst das da scheiße aus, Löwe? Also ich würde den niemals tragen. Ja, du musst auch keine Rucksäcke tragen, Löwe. Löwen tragen für gewöhnlich keinen Rucksack. Ach, stimmt, ja. Ja, genau. Am Ende ist es doch alles Geschmackssache, oder, Löwe? Nö. Nein, doch, ist es. Niemals. Doch, Löwe. Ja, Löwe will wieder diskutieren, Freunde. Darauf lasse ich mich hier gar nicht ein. Freunde, ich würde sagen, wir machen ganz kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus in diesem Video an die Margängste. Ihr wisst ja, ich mache wieder die Grüße nach dem Adventskalender. An das Kanalmitglied Doom Gamer, an Melina Bleier, an Max Flea. Und den ersten Kommentar im letzten Video hat Malvina Piotrowska geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Wir haben einen Spicker gerade gehabt, der auf jeden Fall erwischt wird. Und jetzt bin ich gespannt, was die uns hier für einen unglaublich guten Spicker zeigen. Wir haben zwei Lineale, die aneinander geklebt werden. Im Unterricht mit zwei aneinander geklebten Linealen zu sitzen, ist auch das Normalste. Oh, ja, das ist auch krass. Aber, ja, das ist krass, aber welcher Mensch klappt sein Lineal auf? Ich weiß es nicht. Wenn ich als Lehrer da sitze und gucke in die Schüler und dann sitzt da so ein Schüler und klappt andauernd sein Lineal auf oder sein Radiergummi, da frage ich mich so, Bro, erstmal, wieso kann man dein Radiergummi aufklappen und zweitens, wieso tust du das die ganze Zeit? Ja, ich hab dich erwischt. Hey, mit der Klausur. 6 minus. Nachsitzen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Ich bin durch mit dem Kram, Leute. Ich bin durch damit. Okay, wir haben als nächstes einen Anspitzer und einen Luftballon. Ah, das ist... Okay, das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee, weil immer bei diesem Anspitzen musst du entweder immer zum Mülleimer laufen oder man hat diese ganzen Anspitzfussel dann auf dem Boden oder auf dem Tisch oder so. Leute, einfach einen Luftballon auf der anderen Seite rüberstülpen und schon hast du einen geilen Auffangbehälter. Also jetzt bin ich absolut begeistert. Freunde, oder bei diesem Lifehack, Freunde, vergesst, wenn ihr eine Strafarbeit schreiben müsst und jede Zeile einzeln schreiben müsst, vergesst das, ja? Klebt einfach 5 Stifte aneinander an eine Reihe und schon könnt ihr auf einmal 5 Zeilen schreiben. Das ist auch in der Tat ein geiler Lifehack. Aber ich musste meine Strafarbeiten ich musste auch in meinem Leben viele Strafarbeiten schreiben, ja, weil ich vor allem so 5., 6. Klasse, 7. Klasse, ich habe da echt viel Mist gebaut. Ich musste mal irgendwelche Bilder malen oder nachsitzen oder bei dem Hausmeister helfen oder sowas. Absoluter Ehrenmann. Ja, Leute, ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut, aber Leute, ich kann es gar nicht.
aber für ihn, ihr schießt euch nur ein Eigentor. Benehmt euch einfach und ihr habt einfach ein einfaches Leben. Immer diese Strafarbeiten zu machen, hat wirklich echt sehr genervt. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns morgen in einer Frische bei einem anderen, bei einem neuen Video, Leute. Liebe Grüße, auch noch von Löwe soll ich euch noch gerade ausrichten. Hier kannst du auch zu meinem Merchandise-Shop, hier kannst du mich abonnieren. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir, hier siehst du mein neuesten Upload. Klick dich durch, sei aktiv, sei ein richtiger Mahlgangster, aber ich hoffe, das seid ihr sowieso. Wenn ihr es noch nicht seid, lasst hier in der Ecke ein Abo da. Wir sehen uns morgen beim neuen Video. Ciao, ciao, euer El Marco.